Ah, hier ist ein Eichhörnchen wieder. Können wir das? Das können wir anziehen. This is going to be too damn cute. At least it's not a cat picture. Ja, komm, mach mal ein Foto. Also sie mag, wie es aussieht, Katzenbilder auch nicht so gerne. Gut, okay. So, und wir haben ein neues Foto, wunderbar. Dann haben wir hier... Ah, der Hausmeister, der Samuel. Good old Samuel. Some people are creeped out by him. He's not creepy, just X-Files weird. Howdy, Samuel. Well, hello there. Oh, der ist ja wirklich etwas gruselig. Na, er sieht beschäftigt... Also, Max, er sieht beschäftigt aus. Wieso sprichst du ihn dann an, wer beschäftigt aussieht? Komm, wir fragen nach dem Poster. What's up with these Rachel Amber posters? Only she would know that, right? I guess. It just makes the campus look sad. You can't color over that sunlight. Vielleicht weiß er. Ja, er wird wahrscheinlich auch nicht wissen, was passiert ist. Frag mir ihn mal. What do you think happened to her? Best not to dwell on the past. Samuel looks forward. Like a clock. Okay, der ist echt ein bisschen creepy. Kanntest du Rachel? You knew Rachel? How can you know a prism? You just stare in awe. Now I have to go paint windows. Der spricht in Rätseln. What was she like? She must have been popular. Even sunlight can cast shadows. Rachel did both at once, you know. She was like a battery. Positive and negative. Ist ihm jetzt gerade ein Blatt aus dem Bart gefallen? And watch your step around here, Max. After I sweep, I paint. Also der Typ ist ja echt etwas creepy. Der kommt mir so vor wie so ein gescheiterter Poet, ja, der wirklich hier so Gedichte geschrieben hat, die keiner lesen wollte, weil sie so, naja, nicht für die Öffentlichkeit nicht gut genug waren. Und jetzt kehrt er hier den Hof und kehrt das Laub zusammen und spricht mit jedem in Rätseln. So. Gut, wir sprechen hier mit denen noch. Der Zack. Zachary always looks like he'd rather be throwing back a beer than a football. Football, Max. Big football. Step away. Ach, der ist ja auch so nett. Gut, die spielen Football, das ist nett und wir können nicht mit ihnen reden, während sie Football spielen. Der Logan. Hey, Logan Robertson. All-American Asshole. Nett. No, Bro. You can't take a picture. You gotta wait till Friday's game. Oh, da kommt sich einer ganz gut vor, wie es aussieht. Von dir würde ich eh niemals ein Foto machen. Du kannst ja nicht mal hier den Baseball fangen. Football, meinte ich. Nicht Baseball. Football. Ja. Sorry. Ich muss mich nicht auskennen. Ich mache nur Fotos und drehe mich. Genau, so. Sorry. Was ist hier? Rachel O's Me Money. Pay up, Bitch. Ach ja, nett. Don't take it out on the tree, loser. Genau, das finde ich auch. Also wenn das schon ist. Also Rachel schuldet mir Geld. Bezahl mich endlich aus, du Piep. Darf ich hier nicht sagen. Okay. Und die Alyssa? I feel like Alyssa and I should be better friends. Mhm. Oh. Hi, Max. Ja, komm, wir fragen es, wie es ihr geht. How are you doing? Fantastic. I'm by myself for eating chiclet. Pretty soon I'll be bonding with Victoria at the Vortex Club. I think you're better off reading chiclet. Good point. Now if you'll excuse me. Sorry. I really have to find out what happens. Okay, die ist scheinbar auch nicht so interessiert an unserer Freundschaft. Die liest lieber ein Buch, als mit uns zu lesen. Was haben wir hier noch? Ah, ein Sprinkler. With all these new droughts, it seems kinda obscene to waste all this water. So, da ist auch ein Sprinkler, okay. Moment. Recycling. Glad to see our campus is eco-friendly. Ja gut, das haben wir schon gelesen, okay. So, wir müssten hier rein. Ach je, die Victoria. Na, super. Oh shit. There's Victoria and her mean girls. Und ihre Fans, ja klar. Oh look, it's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your waif hipster bullshit.
The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Du unsympathisches, dummes. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh, wait. Hold that pose. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. That's the first and last time I expected Alter. That. Ja, die ist echt wirklich, wirklich, wirklich richtig sympathisch. So, die laufen okay, jetzt. Okay, now where exactly is the sprinkler valve? Ja, gut. Mit den Sprinklern könnten wir die liebe Dame eventuell da wegbewegen. Eine Leiter. I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel. Ja, das tut man auch nicht. I just want to get Victoria the hell out of the way. There goes Samuel da Vinci to paint the window. Samuel da Vinci, ja genau. Vor allem... Das ist ja auch klug, die Sprinkler laufen und hier, das ist wahrscheinlich hier Beton. Beton und der... Ja, wird jetzt nass durch die Sprinkler... Oh, was passiert hier? Ah, der hängt denn da... Okay... Gut, es ist vielleicht noch wichtig nach. Jetzt gucken wir mal kurz. Sprinklerventil ist wahrscheinlich hier drin. Ah, praktisch, dass das offen ist. So, jetzt schauen wir mal hier. Was haben wir hier alles? Okay. Lauter interessante Dinge. Ah, Wasserpumpe. Was haben wir hier noch? Werkzeuge, okay. Anziehen. This main sprinkler valve looks easy enough to use. This main sprinkler valve looks easy enough to use. Dann benutze es doch. Oh. There's only one way around this. Okay, also wir haben scheinbar irgendwas vergessen, so wir spulen mal zurück. So. Okay. This main sprinkler valve looks easy. Wir spulen nochmal zurück, weil ich glaube. So, okay. Ah, jetzt können wir es benutzen. What the hell? Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Ja, das finde ich gut. Der hat sich auf einmal herteleportiert, Samuel. There goes Samuel da Vinci to da geht jetzt das Fenster streichen, okay. So, dürfen wir da jetzt bitte rein, Victoria? Fräulein, ne? Do you understand English? Get lost. Was war das jetzt für ein Hubler? Ah, der Eimer, Moment. A paint bucket next to... I can't grab that. Ach, hey. Samuel is way Komm, wir müssen ein bisschen zurück, weil wir können das Ding manipulieren, wie es aussieht. I can't grab that. Okay, wir müssen noch weiter zurück. So, hier. Ja, was passiert jetzt? So, jetzt kann man den manipulieren. Okay, jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. So. Okay, let's see if this works. Spannend, spannend, spannend. Wir haben den Eimer manipuliert und der wird jetzt wahrscheinlich nach unten klatschen. Ja! No way! No fucking way, Victoria! Sam, we're sorry. Wet paint is not good for hair, nope. Sorry. Get the hell away from me, weirdo! Hold on, hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I dry. It worked. Don't mess with Max, bitch. Yeah, und wir haben es geschafft. Ach, Victor, was ist denn los? Oh, man, she looks so sad and lonely sitting there alone. Komm, wir sprechen mit ihr. Hey, Victoria. What do you want, Max? Ah, schön. Wir können sie verspotten oder trösten. Und komm, ah, ich weiß ja nicht. Eigentlich ist die Max ja eine, die sich bei so Sachen nicht einmischt. Aber sie hat selber schon gesagt, dass sie die Victoria nicht mag. Und ganz ehrlich, ich mag die Victoria auch nicht. Und ich will die, ehrlich gesagt, hier nicht trösten. Ah. Und sie hat uns vorher eine Selfie-Nutte genannt. Ich meine, das kannst du nicht bringen. Das darf ja ich nicht mal auf YouTube sagen.
Ja, das Video wird jetzt wahrscheinlich gestrikt oder keine Ahnung, weil ich das gesagt habe. Also komm, wir verspotten sie. Sie hat es leider Gottes nicht anders verdient, die liebe Dame. Es hat vielleicht einen Grund, dass sie so ist, aber das muss nicht sein, deshalb wir verspotten sie. Don't. Don't say a word, Max. Oh, wait. Hold that pose. No. And no filter needed before I post this. Ja, Max. Oh, das Now, war schon please böse. Move. I've had a messed up day and I'm going to my room. You do that? I know where you live. So does Nathan. Oh, sie droht uns. Maybe I shouldn't have done that. Now I have to get to my room, then see Warren. Tja, und wir betreten das Wohnheim der Mädchen. Ich hoffe, wir haben hier nichts vergessen. Schauen wir uns nochmal um. Was ist das da oben? Ein Vogelschwarm. No, bro. You can't take a picture. You gotta wait till Friday's game. Okay, dann betreten wir das Wohnheim der Mädchen. Und wir befinden uns jetzt im Mädcheninternat. So, und wir gucken uns hier um. Okay, hier scheint eine Karte zu sein. Die sehen wir uns natürlich gleich mal an. Was? Beryl und Courtney? Nein, jetzt. Nur keinen Stress hier. Welcome to Black Hill. Welcome to Black Hill. Ja, das ist super. Okay, also hier sieht man die Zimmer. Okay, Max Caulfield, Dana Ward, Stella Hill, Taylor Christensen, Juliet Watson, Kate Marsh, Victoria Chase und die Brooke Scott. Okay, zurück. Victoria is going to be pissed we took so long. Okay, die haben jetzt... Ach so, stimmt. Ja, die rennen ja wieder nach draußen, weil die Victoria sitzt ja draußen voll nass auf der Bank. Und wir haben sie ja letztens richtig gedisst, weil wir einfach so fies sind. So, was ist das hier? Blackwell isn't that big, but it sure feels like a labyrinth. Ja, es sieht rein auf der Karte... Naja, gut, so schlimm sieht es jetzt nicht aus, eigentlich. Wobei, da sieht man nur die Außenbereiche. Okay, was haben wir hier? Beerman Robert. Okay. Oh, crap. Gut. Was haben wir dann sonst noch so? Ah, hier ist eine Anschlagtafel. Da werden wir auch mal gleich lesen. Gut, okay. HIV und AIDS sind nicht nur Initialen auf einem Poster. Dies sind ernsthafte, lebensbedrohliche Krankheiten und niemand ist immun gegen sie. Informiere dich jetzt für weitere Informationen. ChooseHealth at choosehealthadmin.ed. Ja, nehmt euch das zu Herzen. Belohnung. Am 16. September wurde mein Rucksack mit all meinen Schulbüchern und meinem neuen Tablet aus der Cafeteria gestohlen, nachdem ich ihn am Tisch gelassen hatte. Darauf befinden sich unschätzbare Bilder meiner verstorbenen Katze. Okay, das kennen wir schon, ja. An die Schlampe, die meine Franjo-Creme gestohlen hat. Das Zeug ist scheiß teuer und ich brauche es gegen meine Akne. Ich weiß genau, wie es Haut schält und ich warte darauf, dass sich deine Haut aufklärt. Ja. Okay, also er hat scheinbar irgendwie eine Creme gestohlen. Go, Miss Grant. Huch. Not sure if I will, though. I'm a loser. Ja, sie macht sich schon wieder voll selber fertig. Na gut, komm. Lass dich nicht vom Big Brother beobachten. Bis Ende des Schuljahres könnte ein aufdringliches Überwachungssystem an der Blackwell Academy installiert werden. Mitglieder des Lehrkörpers und des Schülerrates werden ein öffentliches Forum abhalten, um zu informieren und diese Angelegenheit zu diskutieren. Bitte kommt und widersetzt euch diesen Eindringen in eure Privatsphäre. 18. Oktober, 17 Uhr, Schülerzentrum, Aula. Ja, sollten wir auf jeden Fall hingehen, weil das geht natürlich gar nicht. So, wir werden uns zuerst mal kurz, gehen wir gleich in die Zimmer rein? Gucken wir in die Zimmer, wo müssen wir eigentlich hin? Wir müssen in unser Zimmer, aber wir gucken natürlich zuerst in alle anderen. Zur Tafel, Taylor is a slave. Okay, also Taylor ist ein Sklave. Is this a Vortex Club or a Victoria Club initiation? Truly pathetic. Ja. Yeah. Diese Vortex Club. Ah. As if. No boys allowed. Ja klar, das Mädchen wollen natürlich keine Jungs haben auf ihren Zimmern. Nö, überhaupt nicht. Also das würde niemals passieren, dass Mädchen Jungen auf ihren Zimmern haben wollen. So, gut, wie gehen wir da? Ach, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht alles verpassen. Moment, wir werden zuerst mal hier diese Wand fertig machen. Ach, guck mal, hier ein Herz und die auf dieses Poster. Okay. Gut, 217, na, wem, ich kann die Türen nicht öffnen, aber ich kann mir die Tafeln ansehen. Room 217, no way in hell am I ever going here. Retrum, also von hinten nach vorne gelesen, Mörder, wieder eine Anspielung auf, fällt mir gerade der Name nicht ein, oh mein Gott, The Shining, ja, Stephen King, The Shining, und den, da gibt es einen Film auch dazu, ja, guter Film, nur zu empfehlen. So, dann haben wir nochmal eine Tafel. I'd love to make a photo collage of every person who've posted these. Ja, es ist sicher interessant, hier eine Fotokollage zu machen. So.
Sei nicht ängstlich, sei bereit. Waffentraining für Jugendliche. Auch unter 21-Jährige können lernen, mit Waffen umzugehen. Ob AK oder Zfrodovka. Was? Kenn ich gar nicht. Naja, wir trainieren mit perfekten Plastiknachbildungen. Spaßig und sicher. Komm für eine Demonstration bei unserem Bunker vorbei. Montag bis Samstag, 10 Uhr bis 17 Uhr, 174 Hemingway. Und ignoriert die großen Hunde. Jungs und Mädchen aus Blackwell erhalten einen Rabatt von 20%. Ja, okay, ja, gut, also die wollen hier schon die jungen Leute für Waffen trainieren. Ist ja in Amerika jetzt gang und gäbe, sag ich mal. People here are merciless. Ah ja. Sicherheit statt Reue. Egal, wie sehr ihr einander mögt, ein einziger Ausrutscher kann euer Leben verändern. Ihr habt die Wahl. Am Warten ist nichts auszusetzen. Für weitere Informationen besucht please wait Rufezeichen at praisebjc.org. Also Jesus Christ wahrscheinlich. Und vor allem ein Rufezeichen in einer E-Mail-Adresse. Ich bin mir nicht sicher. Rufezeichen, glaube ich, ist nicht RFC-konform. Ja, aber das könnte man nachlesen. Wer jetzt nicht weiß, von was ich rede, ist auch besser so. Auf jeden Fall ein Rufezeichen in der E-Mail-Adresse geht nicht. Glaube ich zumindest. Ja, gut. Und da ist ein Graffiti über dieses Poster. Siehe Kates Video als Beweis. Also wir wissen ja, Kate scheint hier irgendwie in ein nicht so jugendfreies Video verstrickt zu sein. Wir werden es wahrscheinlich noch herausfinden. Mal sehen. So. Und der zweite Zettel. Kannst du mich hören? Ja, das können wir alle. Bitte respektiere dein Stockwerk und deine Nachbarn. Sei im Flur leise nach 22 Uhr. Danke fürs Zuhören. Okay, also es scheint ja immer sehr wild zuzugehen im Flur, also hier im Flur, im Flur. Und deshalb hier die Bitte, dass man doch leise sein soll. So, und da haben wir noch was. Dana is still a cheerleader at heart. Okay, das ist Danas Zimmer. Stop and Bigfoots. Okay, gut, die ist eine Cheerleaderin. Wie sah es denn hier mit Cheerleader-Parolen? So, hier haben wir nochmal das Vermissten. Was ist hier? Was war das? Ich habe irgendwas gehört. Was war das? Ich bin ja noch am gucken. Passiert eh nicht irgendwas ohne mir. Ich muss hier noch gucken. Wir sind hier noch. Moment, wir gehen jetzt diesen Flur einfach hier. Also wir gehen hier weiter entlang. So, hier kann man rausgucken. Ach, schön. Ins Bad gehen wir... Ach, da können wir eh nicht rein. Was, aber ich sehe hier irgendwas. Ach so, das ist... Sehe ich da durch, oder? Moment. Ja, so, da können wir nicht rein, weil da wird gerade gereinigt und... Ja, die Max ist so vernünftig, wenn da steht, Achtung, nasser Fußboden, ja, da kann man ausrutschen, dann geht die da gar nicht rein. Dann sagt die, nö, ist mir zu gefährlich, da gehe ich jetzt nicht rein. Und hier haben wir einen Anschlag. Just get to your room and grab Warren's flash drive. Ja, Max, wir haben keinen Stress jetzt, was ist denn los? Wir gucken uns das jetzt erstmal an. So. Sei wachsam auf dem Campus. Befolge diese Tipps für deine Sicherheit. Mach dir immer bewusst, wo du bist. Lass immer einem Freund wissen, wo du bist und wo du hingehst. Melde jeglichen Vorfall sofort der Campusverwaltung. Lade dir eine gratis Campus-Alarm-App herunter. Auf www.blackwellacademy.ed. Ja. Okay, also sie haben eine Campus-App für die Sicherheit. Das ist ja auch eine coole Idee. Glad I'm not the only lonely nerd around here. Okay. Buchclub der Geeks. Suche nach Gleichgesinnten, um Autoren um Autoren zu lesen und zu diskutieren. Ursula K. Le Guin, Robin Hood, Neil Gaiman, Pierce Antony, Terry Brooks, David Calvo, Marion Zimmer, Bradley und der übliche Scheiß mit fliegenden Drachen. Ja, okay. Kein pubertäres Zauberer oder Romane über Vampir-Emos erlaubt. Und keine Jungs. Gut, also ich würde mal sagen, Harry Potter und Twilight gibt's hier nicht. Na, es ist interessant, finde ich gut. So, Kontakt brookes@blackwellacademy.ed. So, und das zweite, zum Verkauf. Dieses Fahrrad bringt dich überall hin für $20. Für Lieferung $5 mehr. Kontaktieren, Tyron, ja, 55, bla bla bla, hat eine Nummer, schön. So, nächstes. Thanks for the warning. Ach ja, der Vortex Club. Bald. Also es scheint sich etwas anzukündigen, nämlich der Vortex Club. Was ist das hier? Ah, nix, okay. Was ist das hier? Vor allem, was macht das Toilettenpapier? Ja, da kommen wir dann nachher. Wir gehen ja diese Richtung. So, das Vermisstenposter, das haben wir schon. Was ist hier? Can you swim to success? Okay, September 6. bis 8.
Ist ja schon vorbei, oder? Wir haben ja Oktober. Sondern die anderen Dinge können wir nicht lesen. Max Zimmer, das ist unser Zimmer, sondern sieh mal, auf unserer Tafel steht gar nichts. How sad. I didn't write anything. Ja, komm. I have nothing to say. Zeichne mir natürlich was drauf. Schau mal, was die Max jetzt Schönes drauf zeichnet. Ach, Max. Was ist denn das? Obvious, but true. Ach, Max. Komm, du hättest dir doch zumindest ein lachendes Gesicht draufmalen können. Ah, voller Selbstzweifel, diese Max. Ich verstehe das nicht. Dabei ist sie doch ein ganz normales Mädchen. Ja, eigentlich. Weiß ich nicht, was die hat.